Herzlich willkommen hier aus dem Chemnitzer Hauptbahnhof und vom ICET der Baureihe 415, die kürzere Variante vom ICET. Und die fahren wir heute nach Chemnitz, nach Dresden fahren wir. Mir ist klar, dass zwischen Dresden und Chemnitz keine ICEs fahren, beziehungsweise in Chemnitz keine halten nach wie vor, aber wir fahren das Ganze trotzdem natürlich mit GNT. Baureihe 415, das heißt also die kürzere Variante vom ICET, das Ganze als Mod. Ich habe die Mod schon mal vorgestellt. Ich blende es oben rechts in der Ecke nochmal ein, für diejenigen, die sich dafür nochmal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, verschwenden wir gar keine Zeit mehr und fahren los. So, angekommen im sogenannten Führerstand, schalten wir den Richtungswender nach vorne. Genau. Und machen die PZB und die LZB an, genauso wie GNT. Zuletzt aktivieren wir noch die Neigetechnik. Dann sehen wir, Licht ist an. Wir dürfen auch schon ausfahren. Wir machen noch einmal kurz die Türen auf. Und gehen dann... Hier können wir dann praktisch in den GNT... Bildschirm hineintappen, machen uns noch die AFB an, dürfen auch mit 80 ausfahren, kann auch die Türen schon wieder schließen, gehen einmal ganz kurz in die Abfertigung und sehen, noch vorne sind die zwei Türen offen, von Wagen 28 und 26. Na? Gehen nochmal in die Abfertigung. Ja, okay, alle Türen sind zu. Genau, Abfertigung passt soweit. Licht müssen wir uns auch noch einmal anmachen im Zug. Und zwar, ja gut, Beleuchtung ist schon an, hervorragend. Mehr können wir hier auch nicht machen. Gehen dann hier in das Display. Ansonsten können wir, glaube ich, hier nicht weiter irgendwas durchschalten. Aber das passt soweit. Nee, ins... GNT-Display wollte ich nicht hinein, sondern hier in den Bremszustand. Dann einmal Bremse gelöst. Die Fahrt bleibt aus und wir fahren los. Ausfahrt mit 60. Wir bestätigen, beziehungsweise mit 80, aber 60 werden angekündigt. Daher stellen wir die AFB direkt auf die 60 runter und auf geht's. Machen uns noch die Beleuchtung an. Dimmen sie ein bisschen. Und ab hier gelten dann die 60 mit freier Fahrt. Wir befreien uns aus der Beeinflussung. Und lassen mal den Zug an uns vorbeifahren. Hier in der kürzeren Variante vom ICET. Auch wenn hier jetzt zum Beispiel in dem Display 411 noch steht, aber das können wir dann ignorieren. Das ist ja eine Mod. So, ab hier dürfen wir dann gleich 100 fahren. Wir haben keine Zwischenhalte, wir fahren über die komplette Distanz. Okay, 100 dürfen gefahren werden, wir stellen sie ein und der Zug beschleunigt. Da steht noch eine V60 rum. Sehr schön. Grüße an den Jusi, der bestimmt in der V60 da drin ist. Links ist auch noch ein bisschen was abgestellt. Fantastisch. So, wir dürfen sogar 110 fahren. Hier vorbei an diesem Ringlokschuppen. Wo ist er? Da vorne ist er. Oder? Ist hier nicht irgendwo ein Ringlokschuppen? Genau hier. Also hier war mal einer. Ganz offensichtlich.
So, wir sehen, GNT ist jetzt wirksam. Das heißt also, wir können jetzt 110 km/h fahren. Das ist das ES-Profil. Und als nächste Geschwindigkeit wird uns dann 130 vorsignalisiert in 1,2 Kilometern. Wir können ja hier aufgrund der Neigetechnik, also GST und GNT zusammen, dürfen wir dann jetzt schneller fahren, weil hier eben auch das Sicherungssystem GNT verlegt ist. GST ist ja nur die Neigetechnik an sich. Die funktioniert in diesem Sinne immer. Aber das heißt nicht, dass wir dann unbedingt auch schneller fahren dürfen als die Streckengeschwindigkeit, die Züge fahren dürfen ohne Neigetechnik, sondern das dürfen wir dann nur in Verbindung mit GNT, wenn also auf der Strecke GNT verlegt ist, was hier bei Dresden-Chemnitz der Fall ist. Das sehen wir dann hier anhand der Balisen, die dann in der Gleismitte verlegt sind. Wir sehen gleich mal so eine GNT-Balise. Die haben im Grunde genommen diese Geschwindigkeitsinformation für uns parat, sodass wir eben wirklich schneller fahren dürfen als das, was dann hier zum Beispiel signalisiert ist. Die 120 dürfen wir sowieso fahren. Und ja, dürfen dann mit GNT aber schneller fahren, zum Beispiel jetzt 140. Und ich meine, auch bei der PZB ist es so, dass man nicht bei allen Geschwindigkeiten unter 100 km/h die bestätigen muss, sondern ich glaube, sowas wie eine Ankündigung auf 90. Da ist dann zum Beispiel, glaube ich, dann keine 1000 Hertz Beeinflussung, sondern ich glaube, das Ganze fängt dann erst ab 70 km/h an. 70 oder 80, irgendwie so. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das müsste irgendwie so grob der Fall sein. Nächster Halt ist dann Dresden Hauptbahnhof in über 50 Kilometern. Wir sind hier unterwegs ganz normal im Fahrplanmodus und zwar dann im Freeroam. Den Zug einfach eingefügt und einen Weg gestellt und losgefahren. Ankündigung auf 100 km/h. Wir sehen, für uns gelten aber gleich 120. Daher bremsen wir mal ein bisschen rein. Da ist dann jetzt GNT. Hier meckert schon mit uns, dass wir hier unbedingt runter müssen mit der Geschwindigkeit. So, 120 sind erreicht. Wir sehen, der Leuchtmelder hat auch aufgehört, uns zu nerven. Die 90er-Ankündigung müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht bestätigen. Beziehungsweise wir können weiter runterbremsen, denn gleich dürfen wir auch nur noch, ja, 100 fahren in 500 Metern. So, die sind auf dem Tacho. Wir stellen die 100 ein. Einmal ganz kurz hier geguckt, der Bus, ist das ein amerikanischer Bus? Der ist mir bisher so noch gar nicht aufgefallen. Ja, interessant. Aber schönes kleines Fotomotiv vielleicht auch an der Stelle. Können wir einmal schon mal ein Foto machen. Dann haben wir das nämlich auch. Kann aber gleich an einer etwas schöneren Stelle nochmal ein Foto definitiv machen. So, wir schalten wieder ein bisschen Leistung auf. Wir sehen, gleich dürfen wir auch schon wieder 140 fahren. Hier ist die Balise. Und wenn der ganze Zug dran vorbeigefahren ist, dürfen wir die 140 fahren. Das hier ist die GNT-Balise. Die hat die entsprechenden Informationen für uns parat. Ja, wobei das mit den 140 ist jetzt auch schon wieder ein Witz, wenn wir gleich in 1,66 Kilometern wieder nur 90 fahren dürfen. Lohnt sich eigentlich gar nicht so wirklich, Leistung aufzuschalten. Wir lassen einfach mal rollen mit den 100 km/h, die wir drauf haben. Ankündigung für 80, ich bestätige mal. Aber genau, okay, das hat
uns jedenfalls schon mal keine Beeinflussung gegeben. Also 80 ist dann auch ohne Beeinflussung. Ich glaube, es fängt wirklich erst ab 70 km/h an. So, 90 dürfen wir gleich fahren. 90 sind auf dem Tacho. AFB hinterhergeschoben auf die 90. So, ne? Ja, doch, 90. Und dann können wir auch wieder die Leistung aufschalten. Ab hier gelten dann die 90. Kleiner Nachladeruckler. So. Aber an sich die Performance, ihr seht es oben rechts, 60 FPS. Peak fein, sagt man, glaube ich, dazu. Ach, gute Frau, gehen Sie doch nicht so nah am Bahnsteigrand entlang. Hier in Flöhr. Huch. Wahnsinn, oder? Wie wir uns hier in die Kurve neigen. Warum auch immer das eine Licht hier so extrem hell ist. Was passiert jetzt, wenn er sich wieder gerade neigt? Aha. Interessant. So, wir dürfen 100 fahren. Leistung aufgeschaltet. Und 110. Wir hören im Führerstand natürlich ein bisschen wenig von den Fahrmotoren. Das liegt aber auch daran, anders als im ICE3, wo praktisch hier direkt unter uns mehr oder weniger ein Fahrmotor ist, ist es beim ICE-T, ist der erst hier hinten der Fahrmotor und nicht hier eben an der vorderen Achse. Daher hören wir halt, ups, einfach hier im Führerstand, hören wir da halt leider auch einfach nicht so viel vom Fahrmotor, aber das ist halt auch realistisch. So, wir dürfen 140 fahren. Müssen wir darauf achten, in 2 Kilometern dürfen wir nur noch 90 fahren. Leistung schon mal abgeschaltet. Es geht auch ordentlich bergauf. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht so viel reinbremsen. Ach, schön hier, dass wir so weit oben sind. So, 90 sind auch schon fast auf dem Tacho. Wir haben aber auch noch 600 Meter. Das ist mehr als genug. So. Also mir gefällt der ICE-T sehr im T2. Es macht wirklich, wirklich Spaß, den zu fahren. Es fühlt sich doch nochmal echt anders an als der ICE-3, der Baureihe 403 bzw. 406. So, jetzt müssen wir aber ordentlich mal Leistung aufschalten, weil der ICE-T wirklich kein Beschleunigungsmonster ist. Also mit dem auf Geschwindigkeit zu kommen, ist gar nicht so einfach. Je
TNT lässt uns jetzt 100 gleich fahren. Na? Eigentlich, ja genau, jetzt ist es umgesprungen, das Profil. Also da muss man mal gut drauf achten, dass man wirklich auch dieses Display hier im Blick behält, um immer zu wissen, was als nächstes ansteht. Wobei jetzt gerade steht die ganze Zeit nur ES-Profil 100 km/h in 0 Metern. Also mal gucken, wann das jetzt umspringt hier. Und wir haben fast 100% Leistung, aber kommen kaum auf die 100 km/h, weil es so dermaßen steil bergauf geht. So, jetzt haben wir das nächste Profil, das uns angezeigt wird. Und zwar 130 km/h in 3 Kilometern. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, was es mit diesem Licht auf sich hat, weil wenn wir in eine Linkskurve uns neigen, dann ist praktisch das Licht auf der rechten Seite so super hell. Wenn wir uns in eine Rechtskurve neigen, ist das Licht jetzt hier auf der Seite so super hell. Ich meine, für den ICET gab es eine Mod, wo die Lichttexturen ausgetauscht werden, und vielleicht konfligiert gerade diese Mod mit der Baureihe 415 Mod. Also dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, die Lichttexturen mit dieser gemoddeten 415, weil bei der 411er ist mir dieses Problem nämlich bisher nicht aufgefallen, also bei dem Zug, der Vanilla im Game ist, sondern ich glaube, das wird wohl was mit den beiden Mods zusammen in Kombination zu tun haben. Von daher haben wir hier diese etwas komischen Lichteffekte in der Kurve. Ja, das sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Lichtkegel nicht irgendwie mitwandert. Also im Grunde genommen wird hier dann das Licht ausgesendet und die Lichtquelle wandert nicht mit der Textur mit. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben sollte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht daran liegt. So, so, da fährt noch ein 612er vorbei. Wir sind auch schon sehr lange nicht mehr hier auf der Taranta-Rampe unterwegs gewesen, ne? Und die Strecke macht ihrem Namen alle Ehren. Also das mit der Rampe merken wir auf jeden Fall, wie schwer es hier uns fällt, auf Geschwindigkeit zu kommen. Hier mit einem schweren Güterzug hoch, uiuiui, das ist eine Herausforderung. Gleich dürfen wir 130 fahren. Und zwar ab hier vorne. So, das ES-Profil ist noch nicht umgesprungen. Jetzt ist es umgesprungen. Das heißt also, jetzt ist unser Zug da auch dran vorbei. Und dann können wir beschleunigen. Nächstes Signal zeigt auch schon wieder freie Fahrt. Hundert km/h zu erwarten, für uns sind es 110. Wir sehen, ja, wir sind schon über der Rampe. Wir sind praktisch am Scheitelpunkt vorbei, jetzt geht es bergab. Ja, ja, ja. So, einmal runter auf 110.
die gelten ab hier. Der Wahnsinn, oder wie sich der Zug in die Kurve neigt. Das fühlt sich immer so an, als würde man Motorrad fahren. Wobei ich noch nie selbst ein Motorrad gefahren habe. Wohlgleich ich mal mitgefahren bin und das hat mir gereicht. Die Erfahrung, also muss ich nicht nochmal machen. Da fahre ich lieber hier im Zug mit Neigetechnik mit. Ab hier gelten für uns gleich 140 km/h. Sobald das Profil umgesprungen ist, was jetzt der Fall ist, wir stellen die AFB wieder hoch auf die 140. Leistung ist bereits aufgeschaltet. Wir können noch ein bisschen was dazugeben an Leistung. Wir müssen aber auch gar nicht so viel Leistung dazugeben, weil es bergab geht. Und beschleunigen auf 140. Ja, wir sind richtig schön ländlich hier unterwegs in Ostdeutschland. Ich schalte noch mal ein bisschen mehr Leistung auf. Vor allen Dingen sind wir auch sehr hoch unterwegs, ne? Also wenn man hier mal guckt. Da sind wir. Ja, sonst ist hier nicht viel. Unseren Fahrgästen hinten geht es auch soweit so gut. Ja, keiner in der ersten Klasse heute. Na gut, dann ist das so. Kein sich für unfassbar wichtig haltender Geschäftsmann, der laut in sein Telefon hineinquatscht und alle möglichen Geschäftsgeheimnisse verrät. Das ist immer das Beste, oder? Wenn man ICE fährt und dann ist irgend so ein Anzugträger sitzt da in Hörweite und quatscht da 2 Stunden in sein Telefon hinein über irgendwelche betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und erzählt da ein Firmengeheimnis nach dem nächsten. Und man selbst sitzt da so daneben und denkt sich so, ja, gut. Also mit diesen sensiblen Informationen könnte man doch sehr viel Schund betreiben, wenn man das denn wollen würde, was ich natürlich niemals will. Aber ja, theoretisch. So, gleich dürfen wir nur noch 140 fahren. Quatsch, gar nicht 110 fahren. Daher die Leistung runtergenommen, AFB auf 110 eingestellt und Leistung wieder aufgeschaltet. Es geht wieder bergauf. Wir sind ja, knapp bei der Hälfte der Strecke. Wo sind wir denn gerade eben vorbeigefahren? Das hier ist Klein Schirmer. Da sehen wir auch übrigens, hier als nächstes kommt die RW30 um 14:52 Uhr und dann eine Stunde später und eine Stunde später. Ja, finde ich ziemlich cool, das Feature. Dieses Video heute ist übrigens aufgenommen, bevor die Roadmap erschienen ist. Kleiner, ja,
kleiner Einblick hier in meine Aufnahmesituation. Das Ganze hier aufgenommen am 10.11. Die Roadmap erscheint ja am 12. Oder für euch ja vielleicht erschien bereits am 12. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich das Video hier veröffentliche. In jedem Fall weiß ich noch nichts von der Roadmap. Es kann gut sein, dass ihr schon mehr wisst, weil hier zu euch spricht nur mein Vergangenheits-Ich, das eben noch nicht die Inhalte der Roadmap kennt und daher auch nicht schon das in diesem Video jetzt aufnehmen kann. Aber dann sicherlich im nächsten Video. Oh, wir haben halt zu erwarten. Leistung abgeschaltet. Es geht bergab, das heißt also, wir müssen noch ein bisschen mehr Leistung, mehr Bremsleistung aufschalten und bestätigen. So. Ja gut, haltzeigendes Signal erst in 1,3 Kilometern. Das ist doch ganz entspannt. Wir sind schon unter der Prüfgeschwindigkeit. Müssen gleich noch auf den 500 Hertz Magneten Acht geben. Da fährt der Doster aus. Eigentlich reicht es jetzt nur an dieser Stelle die Hand zu heben, um den Kollegen zu grüßen, aber das können wir ja in der Simulation nicht, daher wird hier einmal gepfiffen. So, nochmal die Vorankündigung für halt zu erwarten. Bestätigen wir natürlich nochmal, selbst wenn dort kein Magnet verbaut ist. Aber man bestätigt Signale und keine Magneten. Da ist der 500 Hertz Magnet. Wir gucken mal, dass wir möglichst nah dran fahren an das haltzeigende Signal, damit wir nicht lange in der 500 Hertz Beeinflussung unterwegs sind. Ein bisschen Leistung schalten wir nochmal auf. Leistung abgeschaltet. Wir sehen schon, der Zug wird von alleine langsamer. Können wir ganz kurz schon mal das Stellwerk kontaktieren? Okay, denn nicht. So, und wir ziehen die Bremse an. Okay, dann stehen wir hier und schauen uns erstmal um, wo wir hier eigentlich genau sind. Wir sind nämlich hier in, ihr wisst es bestimmt schon, ich bin hier nicht aus der Gegend, Freiberg, Sachsen, natürlich. In Freiberg bei, in Sachsen. Da steht auch eine V60 von DB Railien, glaube ich, in diesem Fall, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. DB Railien Logistics, Railien Deutschland AG Utrecht. Okay, und sonst ja, ein paar Güterwagen, die auch noch hier rumstehen. Okay, wir schauen mal. Okay, gut, wir schauen doch nicht, wir fahren einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, wir gucken auf die Karte, warum wir denn stehen, aber müssen wir nicht. Wir hören uns mal das Anfahren an. Ist eine Bremse angezogen? Hm. Moment mal, da ist doch eine Bremse angezogen. Was ist denn da für eine Bremse angezogen?
Moment mal. Gibt es hier noch irgendwas? Das ist die Bugklappe. Das. Ja. Notbremse. Nothalt. Ich mach mal die AFB aus. Ich glaube, das hat aber nichts gebracht. Hier steht doch E. Das E steht doch für elektrische Bremse. Moment, ich fahr noch mal und schau mal, wie es sich anfühlt. Nee. Können wir hier noch mal was einstellen? Zu den Bremsen? Ich glaube nicht. Hier ein Schaltkasten. Ich glaube nicht, dass wir hier was an den Bremsen machen können. Batterie, Erdungsschlüssel. Nee. Warum ist noch eine Bremse angezogen? War die schon die ganze Zeit angezogen? Ich glaube nicht. Was ist, wenn wir nochmal. Was ist, wenn wir Folgendes machen? Wir. Wo ging das nochmal? Dieses Hilfe. Da, ich stecke fest. Wir machen das nochmal. Nein, Türen wollte ich nicht aufmachen. Das wollte ich schon mal nicht. Okay. So. Spitzensignale sind an. Wir haben nach wie vor einen Weg gestellt. Okay. Und schalten Leistung auf. Okay, jetzt können wir aber problemlos anfahren. Merkt ihr das? Ich habe gerade eben auch, was waren es, so 40, 50% Leistung aufgeschaltet. Und das ging gar nicht. Und jetzt ging es. Also ich weiß nicht, was da jetzt gerade der Fall war. Man weiß es nicht. Aber okay, gut. Wir können weiterfahren. Und schalten mal die AFB noch mit hinzu. Und dürfen gleich nur noch 100 fahren. Kurios, oder? Aber ich habe nicht genau verstanden, wo jetzt das Problem lag. So, genau, nächstes Profil sind 100 km/h. Das passt soweit. Und Ankündigung auf 70. Die müssen auch nicht bestätigt werden, aber wir schalten mal runter auf 80. Ja, macht man eigentlich nicht mit der AFB, aber ich habe das jetzt mal kurz so gemacht. Kleine Störung gehabt.
erhöht den Realismusgrad, würde ich sagen. Und einmal jetzt reingelegt in die Linkskurve. Signal zeigt Fahrt an. Ich wurde neulich wieder in den Kommentaren gefragt, ob es bei mir andere Einstellungen sind, warum man die Signale so gut sehen kann von so weiter Entfernung. Das ist keine Einstellung oder so, das ist eine Mod. Die Signal Visuals Mod vom guten London Midland, die gibt es bei Transim Community. Ist eigentlich ausgelegt für die britische Signalisierung, aber auch alle anderen Signale profitieren davon, auch aus anderen Ländern, auch wenn es vornehmlich dort um die britische Signalisierung geht. Ach, schön hier, schön am Bahnsteig, bündig vorbei. Tja, sehen die Leute auch nicht alle Tage, ne? So ein ICE, der sich immer lang schlängelt. Da staunen sie richtig. Dürfen weiter an 80 fahren. Ah, jetzt dürfen wir 100 fahren. Und sehen, als nächstes Profil dürfen wir 140 fahren, haben aber auch gleichzeitig ein haltzeigendes Signal voraus. Das heißt also, es lohnt sich gar nicht so sehr, Leistung aufzuschalten. Ein bisschen schon, denn immerhin geht es bergauf, aber viel mehr als einfach nur die Geschwindigkeit halten, müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht wirklich. Ich habe mir graut es so ein bisschen davor, wieder zum Stehen zu kommen, weil ich Angst habe, dass da schon wieder irgendwas mit den Bremsen nicht funktioniert, aber immerhin funktioniert es, die Fahrphysik zurückzusetzen. Das wissen wir schon mal, das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis. Wenn man so ganz rauszoomt, dann wirkt das so ein bisschen so, als würde man ein Raumschiff fahren, oder? Das hat auch ein bisschen was davon. So, Leistung weiter zurückgenommen. Und da ist das haltzeigende Signal. Quatsch, gar nicht, das halt ankündigende Signal. Das wird natürlich bestätigt mit PZB wachsam. Und wir sehen das haltzeigende Signal auch wieder erst in 1,3 Kilometern. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht sofort in die Eisen gehen. Sowas weiß man in Realität natürlich nur, wenn man Streckenkenntnis hat. Und wir sehen aber auch, dass das Signal schon wieder umgesprungen ist. Das heißt also, wir können wieder auf 80 km/h beschleunigen. Und sobald die 1000 Hz-Beeinflussung weg ist, können wir uns auch wieder befreien aus dem restriktiven Modus. Und das ist jetzt der Fall. Also irgendwer scheint uns da auf jeden Fall ein bisschen vorauszufahren. Wirkt jetzt aber nicht so, als sei das ein Regionalzug, weil dann wären wir vermutlich schon längst zum Stehen gekommen, sondern eher wohl ein Güterzug, der halt einfach etwas langsamer ist als wir. Daher bleibe ich jetzt auch mal bei den 90 km/h und werde jetzt nicht auf die 100 beschleunigen.
zu 540 fahren. Ich gehe mal auf 120 ungefähr. Damit unsere Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt nicht zu hoch ist und wir dann am Ende wieder zum Stehen kommen. Dann ist es, glaube ich, angenehmer für alle, etwas langsamer zu fahren, dafür halt ständig zu fahren, statt die ganze Zeit Stop and Go zu haben. Gerade als Fahrgast hat man da immer so ein sehr ungutes Gefühl, wenn dann der Zug mitten auf der Strecke zum Stehen kommt, weil man sich denkt, oh, was ist denn jetzt? Ist das eine Störung? Ist das vielleicht sogar ein Personenunfall? Ist das ein technischer Defekt? Ist das einfach nur ein Zug, der vor uns voraus ist? Und wenn man aber halt einfach nur langsamer fährt, aber nicht die ganze Zeit zum Stehen kommt, dann ist das Gefühl nicht so negativ als Fahrgast. Sondern man denkt sich so, ja gut, immerhin komme ich ja trotzdem noch voran. Auch wenn man sicherlich trotzdem kein gutes Gefühl hat, sofern man einen Umstieg schaffen muss oder einen Termin hat, wo kein großer zeitlicher Puffer eingebaut ist. Daher immer, wenn man reist, mit zeitlichem Pufferplan, geht natürlich nicht immer, das ist mir schon klar. Aber ja, was aber? Ja, nix aber. Aber wir fahren einfach weiter. Ja, das klingt doch gut. So. Was haben wir denn noch? 23 Kilometer. Und schon wieder ein halt ankündigendes Signal. Ich nehme mal die Leistung raus. Ah, das Signal ist umgesprungen, wie es scheint. Scheint wohl wirklich ein Güterzug vor uns zu sein. Das heißt also, andererseits, wenn wir jetzt selbst schlau sind, dann können wir ja eigentlich gucken, dass wir eine Geschwindigkeit von 100 km/h ungefähr aufrechterhalten. Denn wir können ja davon ausgehen, dass der Güterzug vor uns vermutlich 100 km/h fährt. Was? Ja, nee. Ja, mal gucken, ob das Signal noch umspringt. Bitte, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na, schade. Nee. Gut, wir haben halt zu erwarten. In einem Kilometer kommt dann auch das halt zeigende Signal. Wir bremsen langsam rein. Okay, ja, sehr gut. Hier in Klingenberg-Kollnitz ist das Signal umgesprungen. Auch ein schöner Bahnhof hier übrigens. Beziehungsweise ein schönes Bahnhofsgebäude. Ja, wobei, ja, so schön ist es jetzt auch nicht, aber trotzdem schön gelegen hier. Okay, wir können wieder langsam Leistungen aufschalten, uns befreien aus der Beeinflussung und ja, sagen wir mal, wir fahren 80 weiter. Jetzt wieder Leistung aufschalten. Ja, da ist schon das nächste haltzeigende Signal voraus, daher lassen wir mal die Leistung weiter unten. Ankündigung auf 80 müssen wir nicht bestätigen. Bremsen stattdessen ein bisschen mal rein. Stellung 1b. Ah, nehmen wir mal Stellung 2.
weil es jetzt nämlich bergab geht. Und zwar ordentlich bergab geht. So, GNT kündigt uns 90 km/h an. Das braucht uns gerade nicht zu interessieren. Uns geht es eher darum zu sehen, was das nächste Vorsignal anzeigt. Müsste jetzt, glaube ich, jeden Augenblick in unser Sichtfeld treten. Es zeigt Fahrt an. Huch, das wollte ich nicht. Okay. Wir brauchen gar nicht Leistung aufzuschalten. Der Fahrschalter ist auf aus, wir werden von alleine schneller. Können wir die AFB auf 90 stellen? Und lassen die Schwerkraft bzw. die Physik den Rest für uns hier machen. Müsste, glaube ich, die Hangabtriebskraft sein. Ab 90 km/h wird dann die AFB einsetzen und automatisch Bremsleistungen aufschalten. Damit wir nicht zu schnell werden, das dürfte dann jetzt jeden Augenblick schon geschehen. Nämlich jetzt. Während der Kollege hier an uns vorbeifährt, hallo. Mit der 143 hinten dran. Da links werden gerade die Bäume gerodet, da wird der Wald. Ja. Leider der Industrie zum Schlachten hingesetzt. Wir bestätigen. Okay, keine Beeinflussung. Aber wohl anscheinend dann noch nicht bei 70 km/h. Und das Signal ist für uns Leistung auf 0 gesetzt. Und wir bremsen rein. So, nach 800 Metern kommt das haltzeigende Signal. HP0. Hier nochmal der Vorsignalwiederholer an dem weißen Kennlicht unten links zu erkennen. Also wird uns nach wie vor halt es vorsignalisiert und der Vorsignalwiederholer ist umgesprungen. Das heißt also, wir haben freie Fahrt. Werden jetzt trotzdem nicht groß beschleunigen, lassen nach wie vor die Physik das Beschleunigen für uns erledigen.
denn es geht immer noch bergab und ja, der Zug ist ja nach wie vor uns unterwegs. Der wird ja nicht einfach so verschwunden sein. Das heißt also, nach dem Halt zeigenden Signal ist vor dem Halt zeigenden Signal. So, schönes Bahnhofsgebäude hier und auch echt schön gebaut hier links. Toll. Ah, sowas mag ich sehr. So wirklich so individuelle Bahnhöfe. Hier in Edle Krone. Ist aber auch ein schöner Bahnsteig, oder? Ne? Hier, Edle Krone. Sieht schon cool aus. Vielleicht können wir hier mal ein Foto machen. So. Edle Krone. Hier links der Fluss müsste die Weißeritz sein. Und da sind wir. Okay, als nächstes Profil werden uns 60 vorangekündigt. Gehen schon mal jetzt ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ah, ein 612er. Doppeltraktion. Ich glaube, da war auch die Soundmod dabei. Vom 612er Enhancement Pack konnte man, denke ich, sehr gut gerade hören. Ja, sehe ich wieder ein Halt ankündigen des Signals. Kann aber sein, dass es das auch nicht für uns ist. Ne, ist es auch nicht. Sondern da rechts für uns gilt das fahrtankündigende Signal. Also nach wie vor alles entspannt. Wir machen das, glaube ich, ganz gut. Gerade so mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, ne? Dass wir jetzt nicht hier durchziehen die ganze Zeit. Aber auch nicht zu sehr schleichen, weil das behindert natürlich auch den Bahnverkehr insgesamt, wenn dann die Blöcke sehr, sehr lange belegt sind, dann zieht es halt einen sehr langen Stau nach sich. Das heißt also, man muss irgendwie schon gucken, dass man erstmal das hier bestätigt. So. Also man muss ja schon gucken, dass man einerseits zwar nicht so schnell fährt, dass man nicht die ganze Zeit vor einem haltzeigenden Signal vor sich her gammelt. Und auf der anderen Seite muss man aber auch darauf achten, dennoch schnell genug die Blöcke wieder frei zu machen, damit die Züge hinter einem jetzt auch nicht, ja, in so einem langen Stau dann am Ende stehen. Dann wird der Fahrdienstleiter auch sehr, sehr sauer, wenn man wirklich nur so ganz langsam von Block zu Block fährt. Kriegt man dann sicherlich mal einen Anruf und ein etwas gestresster FDL fragt dann, was denn bitte los ist. Das stelle ich mir zumindest so vor. Ich habe natürlich keine Ahnung. So, halt zu erwarten. Wir sind aber auch nicht mehr weit weg von Dresden. Schön hier das Weißeritztal müsste es, glaube ich, sein, in dem wir gerade unterwegs sind. Schön hügelig. So, die Frage ist, da vorne ist ein Dosto, der in die gleiche Richtung ausfahren wird wie wir.
Lässt der Simulator den Dosto zuerst auf die Strecke oder uns? Eigentlich müsste er ja uns auf die Strecke zuerst lassen, aber leider gibt es ja in diesem Sinne keine Priorisierung im TSW. Also zumindest nicht im Freeroam-Modus. Also der Dispatcher weiß das halt eben nicht von alleine, dass wir ein ICE sind, sondern der geht da nach anderen Logiken vor. Daher gucken wir gleich mal, was einfach unser Signal jetzt gleich zeigt. Ich sehe ein grünes Signal zwischen den Blättern der Bäume oder des Baums. Ich hoffe, das ist für uns. Ja, das sieht. Ja, das ist für uns. Fantastisch. Dann lässt uns der Fahrdienstleiter gnädigerweise tatsächlich vor. Fantastisch. Ja, und du hier musst warten. Hier in Tarant. Das freut mich doch sehr. Okay, bisschen Leistung aufgeschaltet. Auch nicht zu viel. Wir bleiben bei den 60, denn wir sehen, wir haben schon wieder Halt zu erwarten. Aber immerhin haben wir schon mal diesen einen Zug hinter uns. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ich glaube, der hat uns nämlich vorher schon die ganze Zeit aufgehalten. Ja, auch wieder schön entlang des Wassers. Toll. Ah, ich erinnere mich noch, wir sind mal vor Ewigkeiten hier Interregio gefahren, in einem Szenario von Tom Fresco, wo wir mit der 103 gefahren sind und Interregio-Wagen. Mit ganz viel KI-Verkehr auch aus der Zeit. Das war richtig schön. Ich meine, das Foto, das Thumbnail hatte ich dann hier irgendwo aufgenommen. So. Wir haben freie Fahrt. Ich bleib mal weiterhin bei den niedrigen Geschwindigkeiten. Aber auch schön, oder? Hier die landschaftliche Ausgestaltung mit den Felsen, Straße, Bäume. Signal zeigt Fahrt an. Hervorragend. Und da ist ein Halt zu erwarten. Okay, dann ist das so. Auch schön hier auch die Gegend, ne? Also es ist wirklich fantastisch. Sehr malerisch. Sollte man auf jeden Fall mal hin. Mal dort ein bisschen Naherholung betreiben. Ja, wobei nennt man das Naherholung? Nee, eigentlich nicht. Das ist es ja nur, wenn man schon aus der Gegend kommt. Das ist ja mehr so einfach inländischer Tourismus, ne? Das ist ja noch mal was anderes. Naherholung ist ja eher so, dass es in der eigenen Stadt die ein oder anderen Parks und grünen Flächen und sowas gibt. Und das ist ja noch mal was anderes. So, ich frage mich, weshalb wir eigentlich jetzt schon wieder Halt zu erwarten haben. Da ist nach wie vor da ist der Vorsignalwiederholer. Ah, jetzt kommen wir hier auch zu einer meiner Lieblingsstellen. Hier ist nämlich die, ich wollte gerade sagen, Modelleisenbahn, das stimmt nicht ganz. Hier sind die Rico-Wagen. Ich glaube, so heißen die. Das sind keine Donnerbüchsen, das sind Rico-Wagen. Diese Schmalspur-Personenwagen, die hier abgestellt sind. Ah. Schalten wir ganz leicht Leistung auf, damit wir nicht zum Stehen kommen. Die werden uns, glaube ich, sogar hier nicht angezeigt, ne?
Wir können tatsächlich die Weichen hier umstellen. Das ist ja mal interessant, dass die Weichen hier trotzdem umstellbar sind. Ja gut, okay, ja. Das ist ja auch hier Normalspur an der Stelle. Also das ist kein Problem, aber hier bei der Schmalspur geht das, glaube ich, nicht. Schön, schön diese Wagen hier. Nur als 3D-Modell. Dahinter steckt keine. Also man hat damals so ein bisschen vermutet, dass vielleicht eventuell ja noch doch mal vielleicht eben diese entsprechende Schmalspur als DLC kommt, aber dem war bisher nicht so. Schön. So, ne? Ich habe mal ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Unser ICE war ein bisschen sehr langsam da unterwegs. Ne, was haben wir hier? Freital, HBG. Was steht auf der anderen Seite? Da müsste, glaube ich, auch noch was draufstehen. Ja. So, da sind wir hier unterwegs. Sonst noch irgendwas zu erkunden? Schauen wir mal. Ah, hier ist nur noch so eine Güterhalle. Ja, aber schön. Schön, dass man auf jeden Fall diese extra Meile gegangen ist, noch einfach dieses 3D-Modell zumindest zu erstellen, ne? Und wir werden dann sehen, das Ganze führt dann, glaube ich, in diese Richtung, aber da kann man nicht wirklich lang fahren. Also da ist noch nichts zu entdecken. Nochmal so ein paar Güterzugänge und halt zu erwarten. Wieso der Zug, der hinter uns kommt, ist verspätet, vermutlich unseretwegen, aber wir können ja auch nichts dafür, dass wir die ganze Zeit hier warten müssen. Das ist, wie das ist, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall schon im Speckgürtel Dresdens. Nicht mehr weit weg. Eigentlich absurd, wie viele Informationen hier so stehen, ne? Mit der Kilometrierung und wieder Kilometrierung und Ankündigung und aktuelle Geschwindigkeit, die dann erlaubt ist und wieder das Vorsignal. Also es ist schon relativ viel an Informationen, die man da in sehr kurzer Zeit prozessieren muss. Und das ist schon kognitiv definitiv nicht zu unterschätzen, was da für eine Leistung dahinter steht, wenn man gleichzeitig auch noch daneben gucken muss, dass man entsprechend auch die Leistung hier noch anpasst. Und das ist mit so einem modernen Fahrzeug wie, also in Anführungszeichen modern hier beim ICT, aber bei so einem modernen Fahrzeug, wo man einfach nur den Schalter nach vorne legen kann, noch relativ einfach, aber früher mit diesem Handrad, dass man dort die Stufen dann auf und ab geschaltet hat, das war ja nochmal eine ganz andere Leistung, die dann noch erbracht werden musste. Ich will nicht sagen, das war früher richtiges Eisenbahnfahren. Ich will das gar nicht so sehr verklären, wie das einige machen. Ja, früher war alles besser, bla bla bla. Das nicht. Es hat schon definitiv seine Vorteile, eben diesen Fahrschalter zu haben. Aber also man kann halt auf jeden Fall sagen, also es hat halt kognitiv sicherlich mehr Leistung in Anspruch genommen, diesen Handrad-Wahlschalter zu nutzen. Diesen Dreh. Radschalter. Ich vergesse jetzt mal, wie man das nennt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also es hat definitiv mehr kognitive Kapazitäten beeinflusst und dementsprechend waren auch weniger Kapazitäten dann frei für alles andere. Von daher kann ich mir gut vorstellen, aus so einer
kognitiven Perspektive heraus ist das Bahnfahren auch sicherlich dadurch auch ein Stück sicherer geworden mit diesen Schaltern von ja auch so modernen Drehstromloks, dass entsprechend halt einfach mehr, dass das Aufschalten und Abschalten von Leistungen einfach nicht viel mehr Ressourcen in Anspruch genommen hat und entsprechend Ressourcen dann frei waren für andere Dinge. Hallo, Vectron. Und wir haben halt zu erwarten. Gerade schon im Hut gelunkert. 70 km/h zu erwarten. GNT sagt uns, dass wir 80 zu erwarten haben. Und auch hier einer der schöneren Stellen der Strecke. Also die ganze Strecke ist insgesamt sehr schön, aber hier mit diesem, ja, ich weiß gar nicht, was das so genau ist. So ein Wasserturm ist das ja nicht. Aber ja, so eine Art, ja, so eine kleine Burg oder so, sowas ähnliches. Eine kleine Festung. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus und ist auch sicherlich für das Gebiet sehr, ja, sehr berühmt. Auch übrigens passend hier, wobei nicht ganz passend, aber doch schon irgendwie hier mit Plauen und Vogtland, der Taufname unseres ICEs. So, wir müssen bremsen. Ich habe es, glaube ich, jedes Mal, wenn wir hier dran vorbeifahren, sage ich jedes Mal, hier würde ich auch gerne wohnen. Ne? Das wäre schon was. So, wir haben wieder ein haltzeigendes Signal, das gerade umgesprungen ist. Fantastisch. Und das noch bevor wir in die 500 Hz-Beeinflussung übergegangen sind. Ja, die Einfahrt nach Dresden zieht sich hier ein bisschen mit diesen ganzen Haltankündigungen, aber immerhin ist ordentlich was los hier auf der Strecke. Ja, das ist jetzt kein, wir fahren jetzt einfach mal. Wie bei Kassel-Würzburg, einfach den Fahrschalter nach vorne legen, AFB und LZB an und gib ihm. Und dann erstmal 1,5 Stunden gar nichts machen, sondern hier ist richtig, also hier ist man richtig gefordert. Hier kann man keine 2 Minuten nebenbei noch irgendwie aufs Handy gucken, sondern muss die ganze Zeit doch sehr wachsam sein. Apropos wachsam, auch hier müssen wir jetzt wieder PZB wachsam nicht mehr drücken, denn das Signal ist gerade umgesprungen. Aber wir sehen, also Zug ist voraus. Mal kurz um die Ecke geguckt, was uns da erwartet hinter der nächsten Kurve, weil dann können wir auch mal in, ja okay, weiter in freie Fahrt. Dann können wir nämlich mal kurz in die Karte springen und mal eben sehen, ob wir noch sehen, wer oder was hier vor uns fährt. Ja, ich glaube, der war das hier. Ne? Unser Bahnsteig ist auf jeden Fall frei. Das ist doch sehr gut. Hallo Dresden. Da sind wir schon. Schön hier der Lokschuppen. So, das war die Ankündigung für 40 gerade eben. HL-Signale immer sehr interessant. GNT ist jetzt an dieser Stelle aus. Wir können eigentlich auch wieder umschalten. Denn GNT wird uns nicht mehr heute wieder begleiten. Das hier links müsste, glaube ich, ein Kühlturm sein.
und hier, ja, ein bisschen was abgestellt. Auch schön der Sound vom Tee, ne? Das D wird vermutlich für Dresden stehen. Ich wüsste nicht, wofür sonst. Das ist wild, oder? Dass der Zug jetzt nicht hier auf irgendwelche Signale auffährt. Und zwar, Moment, über welche Weiche sind wir gerade hingefahren? Da, nicht die, sondern die hier. Ja, wobei, also es gibt irgendwo, ja doch, ja hier, ne? Also das ist total absurd, dieser Winkel hier, aber ich glaube, man kann gar nicht von hier nach darüber fahren. Oder geht das doch? Hier ist nämlich irgendwo so eine Art Schild verteilt. Ich weiß nicht, ob es auf Dresden-Riedau oder auf Dresden-Chemnitz ist, wo zu einer Weiche steht, ja, das sieht wirklich so aus in Realität. Also das hier steht praktisch auf diesem Schild aus. Und ich meine, aber ich habe dieses Schild selbst noch nie gesehen und das müsste halt einer dieser total absurden Weichen sein, die hier so einen ganz komischen spitzen Winkel haben, aber anscheinend in Realität auch so sind. Aber ich finde die Weiche jetzt gerade leider doch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch irgendwo hier vorne. Ich bin mir da leider nicht ganz sicher. Ich habe nämlich tatsächlich die Platte selbst noch nie gesehen. Na gut. So, oder wieso ist ein 500-Hertz-Magnet eigentlich an? Moment, was ist das? Das ist auf jeden Fall ein interessantes Signal. Naja, das ist es in der Tat. Aber halten wir vorher an? Ja, wir halten vorher mal an. Wir halten vorher mal an. Da vorne ist der Dresdner Hauptbahnhof. Ich frage mal beim Fahrdienstleiter zur Sicherheit nach, was da los ist. Hallo, Peter. Peter sagt, fortfahren gemäß Signalbilder. Das sagt mir, dass wir mit Befehl 40 drüber fahren müssen. Wir machen das jetzt einfach mal und achten mal hier auf das Display, ob Befehl 40 aufleuchtet. Müsste eigentlich der Fall sein. Nochmal die Leistung aufgeschaltet. Wir gucken mal, was passiert. Aber eigentlich müsste Befehl 40 dann aufleuchten. Ich drücke es jetzt. Jawohl, es leuchtet auf. Wir können es wieder loslassen und weiterfahren. Einfahrt in den Dresdner Hauptbahnhof mit 40 km/h. Das ist eine 101er. Dostos, Tallinn 243er. Sehr schön. Und wir fahren hier im oberen Bereich von Dresden Hauptbahnhof ein. Okay. Ja, meine Damen und Herren, der Fahrdienstleiter, der gleichzeitig auch heute hier Lokführer war, hat leider nicht darauf geachtet, im Dresdner Hauptbahnhof tatsächlich einen Bahnsteig anzuwählen, sondern ist tatsächlich auf das Gütergleis gefahren. Ups.
Daher entfällt heute unser Halt in Dresden Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist, keine Ahnung, Berlin. Ups. Wir fahren noch ein Stück weiter. Oder finden wir noch eine Lösung für unser Dilemma? Ich glaube nicht. Ja, wobei, was heißt Dilemma? Dilemma heißt, dass man ja noch eine, dass man zwei Wahlmöglichkeiten hat, die beide irgendwie schlecht sind. Aber wir haben gar keine Wahlmöglichkeit. Wir sind einfach in einer ziemlich schlechten Situation. Wir können ja Folgendes machen. Also der jetzt in Absprache mit der Fahrdienstleitung. Halten wir jetzt erstmal hier vorne an. Ups. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht. Egal, es endet, wie es endet. So, also, mit dem Fahrdienstleiter ist Folgendes abgesprochen. Hier und hier auf den Gleisen kommen jetzt keine Züge. Alle Fahrgäste werden gebeten, nach vorne zum Zug zu wandern. Denn hier kommt jetzt gleich das Personal vom Dresdner Hauptbahnhof und wird im Grunde genommen die Fahrgäste von hier vorne nach hier hinleiten. Ich frage mich, ob man die Tür eigentlich vorne aufmachen kann. Moment mal. Einmal ganz kurz in die Abfertigung geguckt, weil TF-Türen frei, geht das? Nee. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, alle anderen Türen bleiben zu. Also, meine Damen und Herren, bitte wandern Sie nach vorne im Zug. Das wird jetzt alles ein bisschen länger dauern, weil geballte Inkompetenz am Start war. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.